Ja, mein Account wurde gehackt. Ihr seht es schon wahrscheinlich im Titel. Yo, 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 Leute, willkommen zu einer Runde Skywars auf dem Hypixel-Server. So, verdammt. Wir spielen auf dem Insane-Mode. Das heißt, wir kriegen hier wieder richtig gute Sachen. Oh Gott, okay, wir bekommen wirklich schon sehr, sehr gute Sachen. Aber wir kommen... Oh Gott, habe ich jetzt gar keine Blöcke? Doch, ich habe Blöcke, okay. Perfekt, dann würde ich sagen, gehen wir auch in die Mitte. Das Problem ist halt wirklich nur... Gegner sind das Problem. Aber dann holen wir uns den mal hier. Hi! So low ground, zack, zack, zack. Boah, das war... Also ich dachte, da würde ich, da würde ich sterben. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich hier Schiss. So, hier fliegen die Schuhe rum. Was haben wir denn hier? Ein Protection Goldhelm. Ja, das ist alles kacke. Das ist alles doof. Wir gehen mal rüber, das Problem ist nur, wie ihr es kennt, sieht man da schon den ersten Bogen. Und das Problem ist, ich habe keinen. Oh, da wird er angeschossen. Super. Das heißt, ich kann so ein bisschen... Oh, da wird schon... Oh. Oh, der hier ist mir dann doch ein bisschen... Warum wirft er die gerade? Ist der doof? Hä, wie will der mich denn töten, wenn er die gerade wirft? Sag mal, bist du vollkommen Banane? Oh Gott. Alter Schwede, was ist mit dir los, Freund? Oh Gott, nee, 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 nee. Verdammt, ey, verdammt, Kacke. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. So, Leute, in der zweiten Runde möchte ich jetzt um das, oder von dem ganz normalen Thema reden, von dem ich reden wollte. Was? Was? Nein, ich möchte das Thema ansprechen, das ich auch wirklich ansprechen wollte, was ich vorhatte in dem Video. Ja, mein Account wurde gehackt. Ihr seht es schon wahrscheinlich im Titel. Ich habe vorher mal ein Video hochgeladen. Ist hier noch eine dritte Kiste? Ja, hier unten. Ich habe vorher mal ein Video hochgeladen, in dem ich mich gefragt habe, ob ich wirklich gehackt wurde oder nicht. Ich habe die Frage gestellt und ich habe gedacht, das wäre einfach ein Minecraft-Bug. Ich habe nicht wirklich gedacht, dass mein Account wirklich von jemandem gehackt wurde. Aber es stimmt. Meine Daten wurden anscheinend irgendwie von einem Affen... Oh, hier ist jemand, der gleich tot ist. Der auch gleich runterspringt. Cool. Wurde irgendwie von so einem Affen herausgefunden. Und ich weiß nicht wie. Also ganz ehrlich, mein Passwort war eigentlich relativ stark. Deswegen frage ich mich einfach immer noch, wie das rauskam. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat der meinen Namen geändert. Ich heiße jetzt, hier sieht man schon, C. Cody Play. Ey, das ist sowas von, ey, ganz ehrlich, ne? Ey, das ist so behindert. Ich kann es in 30 Tagen wieder ändern, aber wahrscheinlich wird das schon geändert sein, denn ich habe den Support angeschrieben. Der war super nett, der hat sofort gesagt, hey, hier, wir brauchen deine Transaction-ID und wenn du uns die gibst, dann, machen wir das Ganze rückgängig und dann kriegst du deinen alten Namen wieder. Das ist einfach super nett. Das finde ich richtig cool. Ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, ist ja eigentlich im Grunde genommen mein Fehler, wenn ich... oder beziehungsweise das heißt mein Fehler. Aber wenn mein Account nicht sicher genug ist, dann könnt ihr ja im Grunde genommen nichts dafür. Deswegen finde ich es einfach super nett, dass die mir die Möglichkeit geben. Jo, da bin ich erstmal ein bisschen vergiftet. Oh Gott, so, dann hau ich mal eben hier... Ne, Poison will ich jetzt nicht reinhauen. Aber ja, Speed habe ich jetzt drin. Cool. ja, und gleichzeitig wurde meine E-Mail geändert. Meine E-Mail wurde in ccodyplay.ru oder sowas geändert. Also ganz ehrlich, Leute. Also das ist ein Arschloch. Ganz ehrlich, ich habe sowas von... Ich bin sowas von sauer auf den. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich bin irgendwie richtig sauer auf den. Der eine oder andere wird es verstehen und der andere wird sagen... Hey... Du hättest deinen Account sicherer machen müssen. Das ist deine Schuld. Ja, klar. Verstehe ich. Sag mal, du willst mich doch verarschen, oder? Habe ich jetzt echt hier... Warum hat er eigentlich die ganze Zeit volle Leben? Und jetzt habe ich den getötet. Das ist dein Ernst. Wirklich. Jetzt habe ich dich getötet. Oh Gott. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich ihn jetzt getötet habe. Aber nun gut, ich möchte jetzt eigentlich nicht an Lava sterben. Das ist so das Problem. Und ich habe auch jetzt eigentlich kein Wasser... Das heißt, ich kann jetzt nicht so viel hier machen. So, hier haben wir noch Poison, aber sonst irgendwie nicht viel. Haben wir denn einen Bogen? Ich glaube auch nicht, ne? Ein Diamantschwert? Ja, warte mal, dann gucke ich mal eben hier. Immer noch ein Buch, aber ich weiß halt eben nicht, wo der Enchantment-Table ist. Also das Buch wäre halt perfekt. Hier haben wir einen Powerbogen. Ja, das Buch wäre perfekt, um das hier entweder auf mein Schwert zu packen. Ist das Sharpness 2, das Buch? Ne, Sharpness 1. Ja, dann würde ich das eigentlich auf die Rüstung packen, wenn ich denn hier ein Enchantment-Table finde. Oder habe ich vielleicht einen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ja,
Also mein Titel hier ist nicht gefaked oder sonst irgendwas. Ich wurde wirklich gehackt. Der war auf meinem Account drauf, hat diesen Namen ändern Ding da gedrückt, dass man jede 30 Tage machen kann. Ich meine, es wäre auch nicht schlimm, wenn ich erst wieder in 30 Tagen das Ganze ändern könnte. Aber ich möchte doch schon, dass das Ganze jetzt so schnell wie möglich wieder rückgängig gemacht wird. Ich glaube, das kann jeder verstehen, weil ich nicht mit dem Kacknamen hier jetzt die ganze Zeit rumlaufen will. Also das ist, ich meine, ich will meinen alten Namen wieder. Wahrscheinlich wird jetzt in den nächsten Folgen das so oder so schon wieder alles beim Alten sein. Und dann wird das so oder so vollkommen egal sein, ob der mich gehackt hat oder nicht. Aber ja, das waren so erstmal die Infos, die ich so habe. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. So, warte mal. Ah, das ist... Der läuft so komisch, der hält die ganze Zeit an. Der, weiß nicht, irgendwie schafft der das Laufen nicht so richtig. So, ich werfe mich mal rüber und bin im Boden drin. So, hallo. Volle Kanne drauf jittern. So, nice, da haben wir es. GG, die Runde haben wir uns doch geholt. Ja, das waren so sozusagen die Infos jetzt von diesem Video. Bald wird es wieder rückgängig sein. Also wundert euch nicht, falls ich jetzt in den nächsten Videos erstmal C-Cody Play heiße. Aber das wird auf jeden Fall noch geändert, denn ich bin Lidray und das wird auch immer so bleiben. Ich werde meinen ganzen Kanal bestimmt nicht zu C-Cody Play jetzt umändern. Ich habe schon geguckt, ob der Typ irgendwie einen YouTube-Kanal oder sowas hat, aber hat er nicht. Schade eigentlich, denn ich hätte den ganz schön, ne, einer aufs Maul gegeben. Ne, ich hätte auf jeden Fall so ein Video darüber gemacht und dann erstmal gesagt, hey, C-Cody Play, Freundchen, guck mal, was du gemacht hast. Nee, ich habe wirklich keine Ahnung, wie der auf den Kanal, auf meinen Account es geschafft hat. Weil mein Passwort eigentlich sicher ist. Also es besteht aus keinem Namen, es besteht einfach nur aus random Zahlen und Buchstaben. Das heißt, es wird so oder so niemals irgendeiner da so vom Kopf her draufkommen. Und ich weiß nicht, wie das wirklich vonstatten ging da mit dem. Ich habe jetzt auch 3 Sicherheitsfragen, das heißt, da wird jetzt so oder so niemand mehr draufkommen. Das ist, also, ne. Das wird nicht funktionieren. Na gut, das war's mit dem Video. Wäre echt Hammer, wenn ihr bewerten würdet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer C-Cody Play ist jetzt raus. Wir sehen uns. Wäre echt Hammer, wenn ihr bewerten würdet. C-Cody Play out. Tschüss.